Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey hat den überraschenden Schwenk ihrer Partei zu einer möglichen Koalition mit der CDU verteidigt. Es habe sich herausgestellt, dass die Schnittmengen von SPD und CDU größer seien als die mit den Grünen, sagte Giffey im Deutschlandfunk. Bei der Wiederholungswahl vor 2,5 Wochen hatte die SPD ihr schlechtestes Ergebnis seit der Wiedervereinigung erzielt. Rein rechnerisch hätte es dennoch für eine Fortführung des Bündnisses mit Grünen und Linken gereicht. Der SPD-Landesvorstand hatte dann aber am Abend für Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestimmt. Gestern noch war es eine Überraschung. Die SPD will mit der CDU über eine große Koalition in Berlin verhandeln. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD. Weil ich weiter denke, als jetzt ein Amt zu bekommen und in 3 Jahren eine SPD zu sehen, die in einer noch schwierigeren Lage ist als jetzt. Kontrovers war die Diskussion zuvor. Gibt es doch auch zahlreiche Stimmen im Landesvorstand, die gern mit Grünen und Linken weiterregieren wollten. Ich habe gehofft, dass sich Rot-Grün-Rot nach dieser Klatsche der Wahl zusammentun wird und sagt, okay, jetzt kommen wir mal zusammen und arbeiten zusammen. Aber was ich aus den Verhandlungen höre, ist ja, dass das Streiten, der Neid, das nicht gönnen können, weitergeht. Und so schafft man kein Bündnis. Also meine Präferenz ist ganz klar ein rot-rot-grünes Bündnis. Ich finde, wenn progressive Mehrheiten möglich sind und dafür gab es eben eine deutliche Mehrheit, dann sollten die auch genutzt werden. Und eine große Koalition ist immer nur eine Verlegenheitsoption. Geholfen hat es Giffey möglicherweise auch, dass der Berliner CDU-Chef und Wahlgewinner Kai Wegner durchsickern ließ, dass auch er für Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten ist. Die Mehrheit im Berliner SPD-Vorstand sieht bessere Chancen für die Partei in einer Koalition mit der CDU. In einem Sondierungspapier listet die SPD schon mal Gemeinsamkeiten auf. Mehr Personal etwa für Polizei und Rettungskräfte ist das Thema innere Sicherheit doch nach den Krawallen in der Silvesternacht mit Wahl bestimmt gewesen. Bis zu 20.000 Wohnungen pro Jahr soll möglichst neu gebaut werden. Auch soll das 29-Euro-Ticket bleiben. Doch am Ende hat die SPD-Basis das Wort und entscheidet in einer Mitgliederbefragung über einen schwarz-roten Koalitionsvertrag. In Berlin ist meine Kollegin Anke Hahn. Man hört heute Vormittag, dass sich die CDU wohl für die SPD entscheiden wird. Wie sicher ist das denn? Also ganz sicher ist es natürlich erst, wenn es offiziell verkündet worden ist. Das soll heute Abend 17.30 Uhr stattfinden. Aber es spricht vieles dafür, eigentlich alles dafür, dass es so kommen wird. Aber dabei hatte die CDU ja gerade erst von den Sondierungen mit den Grünen geschwärmt und davon gesprochen, wie viele große Brocken man da schon aus dem Weg geräumt habe und so. Warum dann doch jetzt die SPD? Letztlich ist natürlich die Schnittmenge mit der SPD größer als mit den Grünen. Und wahrscheinlich ist Frau Franziska Giffey als Partnerin auch berechenbarer. Sie ist ja eine pragmatische Politikerin, mit der kann sicherlich Herr Wegener besser umgehen. Inhaltlich ist es auch näher als an den Grünen. Also zum Beispiel Verkehrspolitik. Wenn die SPD von Verkehrspolitik spricht, dann möchte sie nicht unbedingt die Autos einschränken. Sie möchte den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, Stichwort 29-Euro-Ticket. Wenn die Grünen von Verkehrspolitik sprechen, dann geht es eher darum, die Autos einzuschränken, mehr Radwege, mehr langsamere Fahrzonen. Und die Union ist inhaltlicher dann doch näher an der SPD. Und so ist das bei einigen Themen. Allerdings wollte sich die Union natürlich nicht die Tür zu den Grünen zuschlagen. Also es hätte ja auch sein können, dass die SPD nicht möchte. Und dann ist man natürlich auch freundlich zu den anderen Gesprächspartnern. Aber wenn es jetzt zu Schwarz-Rot käme, dann wären die Grünen sozusagen ein von zwei Parteien verschmähter Partner. Was sagt die Partei dazu? Bettina Jarasch hat es gesagt, sie fühle sich irritiert. Das ist vielleicht ein anderes Wort für verärgert. Besonders die SPD hat viele Verluste an Sympathiepunkten bei den Grünen jetzt gemacht. Die Grünen waren der Auffassung, dass man hätte weiterregieren können, dass das Projekt ein fortschrittlicheres gewesen wäre. Sie sagen, diese Koalition zwischen SPD und Union wäre eine Rückschrittskoalition und hätten sich gewünscht, dass man weitermacht wie bisher, also mit den Linken und den Grünen. Sie sagen aber auch, die Tür ist nicht völlig zugeschlagen. Zwar hat die SPD sie zugeschlagen, aber die Grünen sehen da noch eine Tür. Und falls vielleicht dann doch etwas anders kommt, dann könnte man noch mal drüber nachdenken. Aber sie sind schon sehr verärgert. Und wie wir eben im Film gesehen haben, ist man ja auch in der SPD nicht durch die Bank weg begeistert von einer möglichen Koalition mit der CDU.
Das stimmt. Also es gibt Kreise in der SPD, die das nicht in Ordnung finden, gerade die Jungen und die Linken in der SPD. Aber der Landesvorstand hat gestern mit 2/3 für diese Koalitionsverhandlungen gestimmt. Also das ist schon ein deutliches Zeichen. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wenn es dann eine Koalitionsvereinbarung gibt, darüber soll ja dann die Basis entscheiden können. Und das ist ja immer noch so eine Hintertür, wo man dann sagen könnte, okay, es hat halt nicht geklappt, es war inhaltlich doch nicht genug Schnittmenge. Also wie es sich jetzt abzeichnet, wird Franziska Giffey wohl nicht regierende Bürgermeisterin von Berlin bleiben. Frage, was wird dann aus ihr? Also im Gespräch ist, dass sie dann ein großes Senatorenamt bekommen würde. Aber das ist noch nicht klar. Also dafür müsste dann ja erstmal die Koalitionsverhandlung stattfinden. Da müsste aufgeteilt werden, wer kriegt welches Ressort. Und dann könnte man sehen, was bekommt dann Franziska Giffey davon. Und dann gibt es für Franziska Giffey ja auch immer noch die Möglichkeit, vielleicht irgendwann dann doch in den Bund zu wechseln. Danke. Anke Hahn in Berlin.